Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich meinen Lesemonat aus dem Monat Mai für euch. Insgesamt wurden es im Mai 5 Bücher. 3 davon habe ich in Printform gelesen und 2 davon als E-Book. In den letzten Lesemonaten habe ich ja tatsächlich sehr, sehr wenig E-Books gelesen, eigentlich so gut wie gar keine. Ich bin ja eher so der Printmedien- und Hörbuchnutzer. Ja, Lana läuft auch gerade einmal quer durch den Raum. Ich weiß, das Getippel ist auf der Kamera immer super laut. Ich sollte mir vielleicht mal hier so eine Kamera holen, damit die Hintergrundgeräusche nicht ganz so extrem laut sind. Ja, wie gesagt, ich bin eher der Printmedien- und Hörbuchnutzer, aber ab und zu verirrt sich eben auch mal ein E-Book zu mir und das ist auch was Schönes. Gerade jetzt war es eben hauptsächlich wegen meinem Urlaub, weil ich nicht so viele Printbücher mit ans Meer schleppen wollte. Aus dem einfachen Grund, dass sie schwer sind im Koffer oder im Rucksack und dass ich sie eben auch nicht dreckig und nass machen wollte. Ich weiß, das ist total Banane, aber ja, so bin ich eben. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach auch mit den E-Books. Und das erste wäre Florida Falcons, Play Me Hard. Und ich habe von der Autorin tatsächlich vorher noch gar nichts gelesen. Der Klappentext, ja, hat mich angesprochen und klang auch nach einer Menge Spice. Und den haben wir definitiv auch bekommen. In der Geschichte geht es um Kayla und Simon, die vor einigen Jahren einen One-Night-Stand hatten. Sie kannten sich vorher nicht und haben auch danach keinerlei Kontakt gehabt. Und aus besagtem One-Night-Stand ist ein Kind entstanden, ja, von dessen Existenz Simon dementsprechend nichts weiß. Und die Wege der beiden kreuzen sich nach einigen Jahren erneut. Und Kayla erkennt ihn natürlich und weiß, okay, das ist der Vater meiner Tochter. Allerdings weiß Simon es einfach nicht, er erkennt Kayla nicht wieder. Aber er findet sie extrem heiß und setzt wirklich alles daran, ja, mit ihr in Kontakt zu treten, mit ihr ein Date zu haben, sie ins Bett zu kriegen, natürlich auch. Und ja, ich bin ja normalerweise kein so Fan von Geschichten, die auf Lügen aufbauen. In dem Fall war es dann halt eher so, ich verschweige dir was und keine explizite Lüge. Aber ich denke mir halt immer, ja, okay, bei Fiktion muss man da irgendwie nochmal so ein bisschen Abstriche machen. In meinem echten Leben würde ich ausrasten bei sowas. Aber bei Büchern, da rege ich mich dann auf, aber kann hier und da eben auch ein Auge zudrücken. Ich habe die Geschichte super gerne gelesen. Das Einzige, was für mich so ein bisschen, ja, so ein Kritikpunkt wäre, war gerade der Anfang, als man quasi ins Buch einsteigt bei diesem One-Night-Stand. Sie springt für eine Freundin, für eine Studienfreundin ein, bei so einem, ich nenne es nicht Table Dance Bar, also sie soll in knappen Outfits Gäste bedienen und ja, je mehr Drinks die Leute eben bei ihr kaufen, weil sie eben aufreizend angezogen ist, desto mehr Trinkgeld erhofft sie sich eben oder wird ihr eben vom Chef auch angepriesen. Und sie sagt, ja, aber ich werde nicht mit denen schlafen. Und dann trifft sie auf Simon und ich glaube, es hat noch nicht mal 10 Seiten gedauert und die beiden landen im Bett. Also das war irgendwie für mich total Doppelmoral. Ja, oder erst so auf einen Moralapostel machen und dann aber doch direkt mit dem Erstbesten nach oben verschwinden. Ja, war für mich ein bisschen seltsam, aber da habe ich dann auch drüber gesehen, weil die Geschichte gegen Ende dann, oder dann eben, wie es in der Gegenwart angekommen ist, doch sehr schön zu lesen war. Und mich hat es auch sehr interessiert, wie die Tochter in die Geschichte mit eingebunden wird. Ob das die Liebesgeschichte zwischen Kayla und Simon überlagert oder ob das einfach nur so entspannt mitfließt. Und ich finde, das hat die Autorin sehr, sehr gut gelöst. Das zweite E-Book, das ich im Mai gelesen habe, war von meiner lieben Jessica M. Rhodes, nämlich Daughters of Moonside Avenue. Und sie hat quasi den Reihenauftakt geschrieben. Sie hat die Reihe mit 4 weiteren Autorinnen geschrieben. Das heißt, jede dieser fünf Autorinnen hat eine Daughter der Moonside Avenue, also eine Tochter der Moonside Avenue erschaffen und hat deren Geschichte geschrieben.
Wir haben im Band 1 eine wundervoll warmherzige, aber auch kratzbürstige Kaffeebesitzerin. Sie braut offiziell Tränke. Dabei weiß niemand, dass sie eigentlich eine Herzhexe ist. Die Hexen kriegen nämlich zu ihrem 16. Geburtstag, ich glaube 16er war es, eine Blume zugeordnet. Also da gibt es so eine Art Zeremonie und jede Hexe kriegt eine Blume zugeordnet. Und bei ihr ist es eben die Rose und die hat sehr, sehr tiefe Wurzeln. Sie sprießt ihr aus dem Rücken, also irgendwo erscheint diese Pflanze und der Vater muss eben diese Wurzeln mit entfernen und das ist eigentlich nicht üblich, dass eine Pflanze solche Wurzeln hat und das brandmarkt sie eben oder das kennzeichnet sie eben als Herzhexe. Und als Herzhexe kannst du eben ja die Emotionen von Menschen steuern. Du kannst dich in ihre Blutbahnen, in ihr Herz, in ihre ganze Gefühlswelt einnisten und diese verändern. Und deshalb werden Herzhexen eigentlich auch direkt im Ministerium gemeldet, aber ihre Eltern haben das nicht getan und versuchen sie eben vor diesem DCC, also es ist diese Abteilung des Ministeriums, die es auf Herzhexen abgesehen hat, zu schützen. Wenn das DCC eine Herzhexe findet, kriegen sie so eine Art, also einen Ring angesteckt, der mit ihrem Finger verwächst und eben ihre Kräfte nicht neutralisiert, aber sehr, sehr minimiert, weil Herzhexen in der Vergangenheit eben auch schon sehr viel Unfug getrieben haben. Und noch dazu, zu dieser ganzen Hexenthematik, kommt eben eine schöne Liebesgeschichte zwischen ihr und jemandem, dem sie das Leben rettet, Eli nämlich. Und es gibt noch so, so, so viel mehr über diese Geschichte zu erzählen und ich könnte euch echt jetzt eine Stunde lang zutexten, wie schön ich dieses Buch gefunden habe. Habe auch direkt schon gesagt, ich muss Band 2 zeitnah lesen. Der ist nämlich auch von einer lieben Freundin von mir geschrieben. Die anderen drei Autorinnen kenne ich leider noch nicht, aber die beiden ersten, mit denen bin ich eben befreundet. Und ja, auf Band 2 freue ich mich jetzt schon richtig, richtig arg. Auch das nächste Buch war für mich ein richtiges Highlight und damit kommen wir auch zu meinem ersten Printbuch. Und zwar Klingen und Rosen, die dunklen Tiermagier. Das ist ja quasi teilweise das Spin-off zur Tiermagier-Reihe, aber es wird angepriesen als Band 4. Also irgendwie kann man schon sagen, dass hier die Geschichte weitergeht nach dem Ende von Band 3. Allerdings dreht sich die Geschichte nicht mehr um Lena und Nock. Die tauchen zwar immer noch hier auf, aber sind nicht mehr die Hauptcharaktere, sondern hier geht es um Kost und Gage. Die kennen wir auch schon aus der Hauptreihe bzw. aus Band 1 bis 3. Dort ist es so, dass Kost die Leitung der Assassinengilde übernimmt, nachdem Nock quasi ihm das Zepter überreicht. Und Gage ist eigentlich ein Tiermagier, der aber im Kampf gefallen ist und von Kost wieder zum Leben erweckt wird, aber nicht mehr als Tiermagier, sondern als toter Assassine der Gilde. Und er muss sich da erstmal zurechtfinden, weil wenn du dein Leben lang damit aufgewachsen bist, dass du Tierwesen zähmen und in dein Bestiarium sperren kannst, dich mit ihnen anfreundest, Tag und Nacht mit ihnen verbringen kannst, wenn du möchtest. Und plötzlich wird dir diese Gabe genommen und du musst dich in einem völlig fremden Leben wiederfinden oder dich zurechtfinden, ist das eben schon sehr schwierig. Dann werden die Tiermagier und die ganze Welt in Hirat, ich glaube Hirat heißt das Land, ich sage jetzt aber mal Hirat, von dunklen Schatten bedroht und jeder denkt, es ist Gage, der seine Schatten nicht kontrollieren kann. Aber da steckt noch so, so, so viel mehr dahinter. Ich finde die ganze Welt einfach super schön, auch wenn es in kleinen Settings spielt. Also das Land Hirat ist halt abgegliedert in das Reich der Tiermagier und dann gibt es noch den Wald, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt. Keine Ahnung, also man wird jetzt nicht mit 1000 Ortschaften wie in
sämtlichen High-Fantasy-Epen zugeworfen, wo man gar nicht mehr weiß, welches Land und welche Stadt ist jetzt was. Also hier geht es wirklich nur um zwei, drei Fleckchen Erde, die in denen die Geschichte spielt, weil das Hauptaugenmerk einfach auf die Entwicklung von Gage gerichtet ist. Und ja, die Freunde sind eben in Gefahr und müssen jetzt herausfinden, woher kommt die Gefahr und wie können wir das Ganze wieder in den Griff kriegen. Ich denke, das ist so die Hauptintention hinter dem Buch. Ich mag den Schreibstil der Autorin unheimlich gern. Ich kann auch wirklich jedem diese Geschichte ans Herz legen. Ich habe Band 1 damals zu meinem Jahreshighlight, ich glaube 2021, gekürt. Und ich habe wirklich meine Freunde damit belämmert. Lest diese Reihe, lest diese Reihe, lest diese Reihe. Und ich glaube, so meine Ängsten haben mittlerweile alle die Bücher zu Hause. Die meisten haben sie auch schon gelesen und haben mir dazu gestimmt, dass es wirklich eine wunderschöne Reihe ist. Und ja, das lässt mein Herz immer höher schlagen, wenn ich Bücher empfehle und ein positives Feedback dazu bekomme. Auch das nächste Buch war ein Highlight für mich. Also dieser Monat ist echt richtig gut gelaufen. Von 5 Büchern habe ich, glaube ich, 3 mit 5 Sternen bewertet. Und dieses hier war das dritte im Bunde, Actually Yours von Tessa Bailey. Wer mich kennt, weiß, dass ich Tessa Bailey unheimlich gerne lese. Ihre Bücher sind sehr spice-lastig, also da gibt es schon sehr, sehr viele explizite Szenen. Das muss man eben mögen. Manchmal schießt sie ein bisschen übers Ziel hinaus, aber grundsätzlich mag ich es sehr, sehr gerne, was sie schreibt und wie die Menschen miteinander agieren. Hier geht es um die Schwester von Julian, nämlich um Natalie Voss. Julian war der Protagonist aus Band 1, sie ist eben die Schwester. Die beiden sind quasi Weinguterben, also ihre Mutter leitet ein Weingut. Und die beiden sind da quasi aufgewachsen und haben eben sehr viel Ahnung von Wein und der Weinherstellung. Allerdings hat sich Natalie irgendwann nach New York abgesetzt und hat dort im Investmentbereich Fuß gefasst. Eines Tages hat sie eine recht folgenschwere Entscheidung getroffen, die ihrer Firma stark geschadet hat, und ihr wird ans Herz gelegt, die Firma doch bitte zu verlassen, und dementsprechend flüchtet sich Natalie zurück nach Napa Valley. Ich glaube, Napa Valley heißt es. Ja, Napa Valley. Und flüchtet sich in ihre Heimatstadt, in das Weingut. Und bereits in Band 1 lernt sie August kennen, der auch ein kleines Weingut hat, dessen Wein aber unheimlich ekelhaft schmeckt. Und jeder fragt sich, warum steckt er so viel Mühe, Zeit, Liebe, Geld in dieses Weingut, obwohl er ganz offensichtlich absolut keine Ahnung von Wein, der Weinherstellung etc. hat. Und das liegt eben daran, dass er jemandem, der ihm nahe stand, versprochen hat, dessen Traum zu leben. Und er möchte auch keine Hilfe annehmen. Allerdings kommt es eines Tages so, dass Natalie und er sich auf einen Deal einlassen, auch wenn sie sich nicht ausstehen können, der ihnen einfach beiden hilft und sie dazu zwingt, mehr Zeit miteinander zu verbringen und vielleicht die ein oder andere Fehde mal ad acta zu legen. Ich finde das Setting auf dem Weinberg richtig schön. Ich habe es super gern gelesen. Ich habe auch super viel über Wein gelernt. Wer meinen Kanal verfolgt, weiß, dass das Thema mich ja auch ein bisschen betroffen hat zeitweise. Also ich finde es super spannend. Und wenn Tessa Bailey irgendwann sagt, ich schreibe noch eine dritte Reihe zu einem verschollenen Vosskind, dann bin ich da auf jeden Fall direkt Feuer und Flamme. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch, und das war Scandalous, die Lügen der Elite. Das ist ein Zusammenschluss von 2 Autoren, Dawn Both und Maria O'Hara. Die haben eine, ich glaube, 8-teilige Scandalous-Reihe auf den Markt gebracht, und das ist, wie gesagt, der Reihenauftakt. Es geht um die High Society in Miami Beach. Ein Mädchen ist im vorigen Jahr gestorben, und das war die Zwillingsschwester von Lilith und Matthew, und die drei sind halt sozusagen It Girls und
It Kids, nenne ich es jetzt einfach mal. Die Kids der Reichen und Schönen, die ja, die Nacht zum Tag machen, Alkohol- und Drogenexzesse hinter sich haben, durch die Gegend vögeln, etc., etc. und das Leben einfach nicht so ernst nehmen, bis eben zu dem Tag, an dem ihre Schwester stirbt. Und Matthew kommt in eine Drogenentzugsklinik und Lilith zieht sich so ein bisschen aus dieser ganzen It-Szene zurück. Und jetzt ist eben ein Jahr später und Matt kommt zurück nach Miami und muss sich da irgendwie nochmal einen Alltag aufbauen, muss da nochmal mit zurechtkommen. Er gibt seinem besten Freund Blake die Schuld am Tod seiner Schwester, weil die beiden miteinander angebändelt haben. Und es ist am Anfang etwas verworren, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Also Matthew will sich irgendwie rächen, Blake will seine Unschuld beweisen, Lilith, da weiß man am Anfang gar nicht, was sie überhaupt will. Die Kapitel sind auch aus der Sicht von allen dreien geschrieben, also das switcht immer hin und her. Und es hat, glaube ich, auch so bis zur Mitte vom Buch gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe oder eine Ahnung hatte, wo das Ganze hinführen soll. Ich habe hier noch ein Lesezeichen drin, weil ich euch einfach mal noch die Illustrationen zeigen wollte. Also dieses Buch ist richtig schön aufgemacht. Da ist bei jedem Kapitel statt immer eine schwarze Seite. Deshalb sieht der Buchschnitt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch so ein bisschen fleckig aus. Und dann sind eben immer so Illustrationen dazwischen, die ich richtig, richtig schön fand. Also das sollte Lilith darstellen. Das soll Matthew darstellen. Ich guck mal gerade, ob ich noch eins finde. Irgendwo ist nämlich noch... Also gut, Blake hat ein Motorrad, der wird dann oftmals so abgedruckt. Aber ich guck mal, ich glaube, ein viertes gibt's nicht. Nee, das ist immer nur, damit man sieht, wessen Kapitel das gerade ist, auch wenn der Name auch immer noch mal oben drüber steht. Ja, wie gesagt, der Reihenauftakt zu einer, ich glaube, achtteiligen Reihe. Ich kann jetzt auch noch nicht so viel zu sagen. Also da wird wahrscheinlich noch super, super viel passieren. Wovon ich jetzt noch nicht erzählen kann. Also ich kann jetzt nur sagen, von Band 1 geht es halt hauptsächlich darum, dass man die Charaktere kennenlernt und dass ja so die ersten Reibereien abgehandelt werden. Und ja. Ich werde auf jeden Fall die Reihe fortsetzen, weil ich doch sehr spannend fand. Es ist auch recht spice-lastig, muss ich schon sagen. Also die beiden Autoren, die haben auf jeden Fall Feuer da reingebracht. Und ich bin gespannt, wo uns die Reise dahin führen wird. Ihr Lieben, das waren alle 5 Bücher, die ich im Mai gelesen habe. Ich hoffe ja irgendwie darauf, dass der Juni noch mal ein bisschen quantitativ stärker wird und hoffentlich die Qualität von diesem Monat beibehält, weil der war echt richtig gut. Ich glaube, ich habe 2x 4 Sterne und 3x 5 Sterne vergeben. Und das kam schon lange nicht mehr vor, dass er wirklich so gut im Durchschnitt ausgefallen ist. Ich packe euch die Bücher natürlich wie immer unten in die Infobox. Da gibt es den Affiliate-Link zu Thalia und Amazon. Wenn ihr darüber eins der Bücher kauft oder etwas anderes über den Link kauft, dann kriege ich eine kleine Verkaufsprovision und davon finanziere ich ja, wie ihr wisst, mein Schreiben. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich gehe jetzt mit meiner kleinen Tochter ihren 4. Geburtstag feiern und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Habt's fein. Tschüss.